Schon wieder geil. Oh, ihr wollt auch so ein geiles Eis essen? Und vier super einfache leckere Eisrezepte? Dann würde ich mir auf jeden Fall das Video angucken. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es endlich das Eisrezept. Ja, wir haben jetzt August, ne? Also der Sommer ist nicht mehr ganz so lange, aber wer isst nicht gern auch im Winter Eis? Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also ich könnte ganzjährig auf jeden Fall Eis verdrücken. Könnte ich nicht nur, mache ich sogar. Und deswegen habe ich euch die vier Eisrezepte heute mitgebracht. Wir machen super schnelles Sorbet, wir machen Wassereis und ein schönes Schokosahne-Eis. Und am Ende, was ich ja sehr, sehr oft benutze nach dem Training, mein Protein-Eis. Also seid gespannt auf das Video. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert gern meinen YouTube-Kanal. Damit supportet ihr mich und verpasst natürlich einfach kein Video mehr. Ich würde sagen, wir starten direkt los mit dem ersten Rezept. Ich zeige euch wieder Zutaten, Zubereitung. Auf geht's! Ja, die erste Fruchteis-Rezeptidee ist halt super simpel. Ihr könnt jegliche Früchte nehmen. Hier Orange im Beispiel, die ist halt sehr wässrig und friert natürlich auch sehr, sehr schnell ein. Ihr könnt Melone nehmen, Zitrone, wirklich was euch beliebt. Und könnt natürlich auch das Ganze noch ein bisschen mehr süßen. Und dann habt ihr wie bei der Orange hier einfach ein Capri-Eis. Ja? Also entweder Xylit, Erythritin, Ersatzzucker oder Rohrzucker, ein bisschen besseren Zucker. Als Haushaltszucker könnt ihr es auch noch süßen, wenn ihr wollt. Und dann friert ihr das Ganze ein. Und fertig ist das Fruchtwassereis. Super simpel. Ja, also ihr könnt euch da auf jeden Fall richtig austoben, Leute. Ihr könnt da wirklich alle möglichen Früchte pürieren und einfach hier reinschmeißen und habt dann ein leckeres Kiwi, Kirsch, Erdbeer, Meloneneis oder Zitrone-Ingwer. Auch richtig lecker, Orange gerade gemacht. Auch für Kinder richtig super. Und dann haben die Kinder was Leckeres, Kaltes im Sommer. Und gleichzeitig natürlich auch noch was Gesundes. Vitamine, Mineralien. Tipptopp. Ich lieb's. Das war's auch schon mit dem ersten Rezept. Super einfach. Wie gesagt, ihr müsst keinen Zucker, ihr müsst keinen Zucker ranmachen. Aber wenn ihr es ein bisschen süßer haben wollt, könnt ihr halt, wie gesagt, einen Zuckersatzstoff ranmachen. Und dann läuft das Ganze. Tja, das war's. Weiter geht's mit Eisrezept Nummer 2. Mit dem Sorbet. Zweites einfaches Eisrezept ist das Eisfruchtsorbet. Essen natürlich die meisten und in den meisten Eisdielen gibt es natürlich auch immer ein Sorbet. Erdbeer, Zitrone, Mango, wer kennt es nicht, könnt ihr natürlich auch super easy schnell selber zu Hause machen. Und das Ganze geht so, ihr friert einfach eine gewisse Menge an Früchten direkt ein im TK-Fach. Und die Süße, die kommt dazu, das ist die Banane, die macht nochmal richtig schön so ein bisschen Dicktes an und gibt nochmal so ein bisschen Cremigkeit und eine natürliche Süße. Ihr könnt natürlich auch nochmal Datteln oder auch nochmal Xylit, wenn ihr wollt, extra hinzugeben. Dann nehmt ihr das Ganze raus und püriert das Ganze natürlich oder macht es in einem Mixer oder eine Eismaschine. Ich habe mir letztes Jahr eine Eismaschine gekauft und wollte die unbedingt im Eisrezept-Video benutzen und dachte ich mir so, Leute, die meisten haben ja wahrscheinlich gar keine Eismaschine, wozu eine kaufen, wenn es ja auch einfach so geht. Natürlich wird es beim Sahne-Eis dann wahrscheinlich nochmal einen Tick besser schmecken mit einer Eismaschine, aber das kriegen wir auch so hin. Also, wir machen jetzt auf jeden Fall ein Heidelbeer-Sorbet. Dazu habe ich TK-Heidelbeer und eingefrorene Bananen. Ananas machen wir vielleicht auch noch. Los geht's. Also es ist wirklich super simpel. Wie ihr schon gesagt habt, ihr macht einfach die TK-Beeren. Oh mein Gott, ein Heidelbeere ist auf dem weißen Boden gefallen. Nicht gut. Ihr macht einfach wirklich die Heidelbeeren. Jetzt brauchen wir noch einen Löffel. Das war also nicht geplant. Hier ist es eine Gabel geworden. Ihr macht einfach die gefrorenen Heidelbeeren in den Behälter. Könnt dann, wie gesagt, Zucker, wenn ihr wollt, noch hinzufügen. Ich brauche es nicht ganz so süß. Und dann kommen auch schon die zwei gefrorenen Bananen entsprechend dazu. Ja. Und das war's. Ich habe sie hier so ein bisschen sogar schon angeschnitten, die Bananen. Und dann wird das Ganze wirklich püriert oder in den Mixer gesteckt. Und das war's, Leute. Das ist wirklich so, so easy. Oh,
Guckt euch mal bitte wirklich, ja, ich habe es gerade schon mal eingeblendet gesehen. Ich habe es gerade noch eingeblendet. Schaut euch mal bitte das Mango-Püree an. Also dieses Mango-Sorbet, nicht Püree. Und Leute, das Heidelbeer-Püree. Sorbet, nochmal. Das Heidelbeer-Sorbet. Leute, mit der Banane, das gibt so einen schönen runden Geschmack. Es schmeckt wie eine Eisdiele. Und dazu noch gesund, also nur Fruchtzucker, kein zugesetzter Zucker, wenn ihr keinen reinmacht. Ich finde es definitiv viel, also ich finde es so schon, ich wollte gerade sagen, viel zu süß, ich finde es so schon sehr süß. Mir reicht es vollkommen. Das war's mit dem super simplen Sorbet. Zwei Zutaten, Banane und die TK-Frucht, die auch eingefroren ist. That's it, Leute. Auf geht's, Rezept Nummer 3. Jetzt kommt der Gehirnfrost und das Schoko-Sahne-Rezept. Let's go! So, das nächste Rezept ist das Schokoladeneisrezept. Ich sag oder Sahne-Schoko-Eisrezept. Wie gesagt, in den Eisdielen gibt es ja immer kein Schoko, da gibt es ja meistens nur Schokomilcheis. Also in Berlin haben wir, glaube ich, ein, zwei vegane Eisdielen, die auch Schokoeis in vegan haben. Aber das machen wir heute selber und zwar mit Kokosmilch. Auch sehr wenige Zutaten, sehr, sehr einfach. Wir brauchen Kokosmilch wieder, wenn ihr wollt, als süße Datteln oder Ersatzzucker. Dann ganz wichtig natürlich Kakao, wenn ihr wollt, ein bisschen Bourbon-Vanille oder allgemein Vanilleextrakt haben die meisten auch, die ein bisschen kochen, auf jeden Fall zu Hause. Mandelmilch habt ihr auf jeden Fall auch zu Hause und das war's. Ganz einfach. Also lasst uns loslegen und dieses leckere Eis zubereiten. So, wir machen dann auf jeden Fall 400 Milliliter Kokosmilch. Geben wir dazu ungefähr. Ja. Dann 60 Gramm Backkakao. Wirklich achtet darauf, dass es wirklich purer Kakao ist, ohne irgendwelche anderen Zusatzstoffe, ohne extra Zucker. Wirklich purer Backkakao. Dann könnt ihr entsprechend doch ein bisschen Vanilleextrakt mit dazugeben. Gibt es einfach nochmal eine schönere Note. Dann 150 Milliliter Pflanzenmilch. Ich habe hier Mandelmilch genommen. Ich finde die immer einfach sehr neutral. Und dann nochmal 50 Gramm Datteln. Hier könnt ihr auch gern 100 Gramm Datteln nehmen, je nachdem, wie süß ihr das mögt. Und gebt das dann einfach entsprechend in den Mixer, püriert das Ganze, packt es ins Eisfach für mindestens 4 Stunden und holt es raus. Und dann seht ihr auch jetzt schon hier, wie schön cremig das ist, wenn man zwischendurch sehr oft umgerührt hat. So sieht das Eis auf jeden Fall dann fertig aus, in der Eiswaffel sogar. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Manna rüber gemacht, ihr habt es gerade schon in der Einblendung gesehen, oder Oreos. Ja, Manna und Oreos sind wirklich vegan. Easy, also bei Manna steht es drauf, bei Oreos glaube ich nur teilweise, aber die Zutaten sind auf jeden Fall vegan bei Oreo-Keksen. So, und jetzt werden wir mal das Schokoladeneis testen. Einmal mit dem Manna oben drauf und einmal ein bisschen pur das Schoko. Ich finde es super lecker. Extrem schokoladig. Ist natürlich wieder auch ein subjektiver Geschmack, Leute. Wenn ihr mehr Schoko reinmacht, dann schmeckt es natürlich ein bisschen schokoladiger. Ihr habt ja gesehen, ich habe am Ende noch zwei Bananen reingemacht. Das muss nicht sein, dann schmeckt es nämlich ein bisschen nach Banane und Schoko. Ihr könnt auch einfach ein bisschen mehr Datteln reinmachen oder auch Xylit-Erythrit als Zuckerersatz. Dann habt ihr diesen Bananengeschmack gar nicht und habt trotzdem diese Cremigkeit. Was ich unbedingt noch mal loswerden wollte, ist, der Vorteil natürlich einer Eismaschine ist, dass das Eis sehr, sehr cremig wird und durch die Luft aufgeschlagen wird. Und so entstehen halt dann auch beim Einfrieren fast keine Eiskristalle. Das ist nämlich das Wichtigste, Leute, beim Einfrieren, dass ihr dann auch, das ersetzt ja die Eismaschine, dass ihr im Stundentakt oder alle dreiviertel Stunde, halbe Stunde mal umrührt und Luft unterrührt und so quasi, dass sich die Eiskristalle nicht ganz groß werden können. Und dann schmeckt das Eis natürlich auch mit den Eiskristallen, wenn das so kristallin ist, ganz anders, hat eine ganz andere Konsistenz und die Cremigkeit geht verloren. Das heißt, euch bleibt leider bei diesem Schokoladeneis, bei dem Sorbet gar kein Problem, aber bei dem Schokoeis eigentlich nichts anderes übrig, als zwischendurch unbedingt mal beim Einfrieren umzurühren, damit diese Luft untergerührt wird und es weiter cremig bleibt und nicht so kristallin, weil sonst schmeckt es ein bisschen, anders. Also das ist auf jeden Fall der Trick für ein cremiges Eis. Ihr könnt auch Algi
Alginat zum Beispiel, ja, von einer Braunalge unterrühren oder einen anderen Emulgator zum Beispiel oder ein Verdickungsmittel, Xanthan, dann habt ihr auch da die Möglichkeit, dass es noch cremiger wird und die Gefahr für dieses Kristalline, ja, oder das, dass das halt das eisig wird, dass die Gefahr dann auf jeden Fall viel geringer ist und dann schmeckt das Eis auch noch cremiger. Aber ich wollte euch auf jeden Fall ein Rezept zeigen mit so wenig Zutaten wie möglich. Und das habe ich hiermit gemacht und es ist cremig, ultra lecker. Ich habe auch noch die Schokostückchen vorher reingemacht. Das heißt, ich habe jetzt hier Mana drin, diese dicken Schokostückchen und das Schokoladeneis. Also ich finde es echt mega lecker. Ja, ich würde sagen, weiter geht's mit dem letzten Rezept. Wir sind beim vierten Rezept angekommen und zwar das Proteineisrezept. Ja, das ist wirklich mein absolutes Lieblingseisrezept, weil es auch gleichzeitig funktional ist. Das heißt, wir haben einen hohen Proteinanteil. Ja, und wie kommt der natürlich zustande? Natürlich durch ein Proteinpulver. Ja, super, super einfach. Und ich in mir übrigens Vivo Live Perform haben eine sehr, sehr hohe Rohstoffqualität, ein super Proteinanteil, tolle Nährwerte und Zutaten, ein bisschen teurer, aber ihr könnt jedes andere auch nehmen und zwar Geschmack Erdbeer ist hier wichtig. Dazu kommen dann 300 Gramm gemischte TK-Beeren, das heißt, es ist so ein Früchtemix aus roten TK-Beeren, ja, wie sagt ja schon, TK-Beeren. Und dann kommt noch eine Banane dazu, die muss nicht gefroren sein und 250 Milliliter Mandelmilch. Und dann habt ihr das perfekte Eis nach dem Training, sage ich euch. Und ich esse das auch so oft, nicht nur, weil es super schmeckt, sondern weil ihr einen riesen Vorteil habt nach dem Training. Denn der Körper giert quasi nach Nährstoffen und will erstmal versorgt werden mit ein bisschen Einfachzucker. Das heißt, ihr wollt dem Stresslevel, ja, nach dem Training entgegenwirken und den Insulinspiegel so ein bisschen nach oben treiben, den Blutzuckerspiegel, damit quasi der Körper perfekt alles in die Muskeln, ja, und die Nährstoffe besser verteilen kann und natürlich das Protein auch besser verteilen kann. Deswegen ist das Proteineis mit der Banane, den Beeren, mit dem Einfachzucker und dem Protein ein tolles Rezept oder eine tolle Mahlzeit als erstes nach dem Training. Ja, also das könnt ihr auf jeden Fall unbedingt mal ausprobieren und schreibt gerne in die Kommentare, welches ihr schon mal probiert habt oder ob ihr euch noch gar nicht an selbstgemachtes Eis rangetraut habt. Wie gesagt, Eismaschine braucht ihr nicht unbedingt. Ein Mixer ist auf jeden Fall von Vorteil, denn ich glaube, mein Pürierstab heute hat richtig gearbeitet und gequalmt. Das war's von meiner Seite. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Abo da für weitere Videos und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.